Kochlandschaft Österreich, mitten im Innviertel. In dieser Folge aus dem Kobernauserwald bleiben wir mit süßen Innviertler Versuchungen gänzlich fleischlos und schauen uns zwischendurch im Streichelzoo bei allerlei entzückenden Tieren um, während in der Pfanne von Helga Meier die Pofesen und Apfelspalten goldbraun gebacken werden. Ich möchte euch heute ein paar typische Innviertler Nachspeisen zeigen, und zwar die Zwetschgenpofesen und die Äpfelscheibe. Anfangen tun wir mit den Zwetschgenpofesen. Da haben wir ein Weißbrot da. Das schneiden wir uns jetzt in Scheiben her. Machen wir ein paar. Dann streichen wir uns das mit einem Bovidl-Marmelade, streichen wir uns das ein. Dann werden sie zusammengebacken. So, und dann schlagen wir uns ein paar Eier auf. Die schlagen wir jetzt gut durch mit der Gabel. Dann mischen wir das Eiklar und den Dotter. Und dann werden die Scheine geklickt. Wenden wir es gleich einmal. Und die sollen jetzt ein paar Minuten im Ei ein bisschen drinnen bleiben. Ein paar mit Ramas rundum. So, dann haben wir jetzt die Pofesen, die haben wir ein paar mit rundum drauf. Und jetzt geben wir sie ins heiße Fett rein. Wenn sie gut in Ei gewendet sind, dann ziehen sie ein paar so vor. Das dauert jetzt ein bisschen. Dann dürfen wir es eh schon umdrehen. So, dann gehen wir es aus dem Fett raus. Lassen wir es ein bisschen abtropfen. Ganz kurz. Dann dürfen wir es schon aufs Teller tun. Ein bisschen Staubzucker drüber und schon sind sie servierfertig. So, und als zweites machen wir jetzt die Apfelscheibe. Und zwar brauchen wir da eben einen Apfel, den schälen wir uns jetzt gleich ab. Dann geben wir das Gehäuse raus. So, dann schneiden wir uns das in Scheiberl her. So, wenn es ein wenig geht, ziemlich gleich große Scheiben. Einen Teig haben wir schon vorbereitet, und zwar ist das ein Palatschinkenteig mit Ei, Milch, ein bisschen Sodawasser, einen Schuss Sodawasser rein und einmal und ein bisschen fester machen das Ganze. Und dann haben wir schon, die Scheiberl haben wir schon da, die geben wir dann an den Teig rein. Und das Fett ist schon aufgeheizt und da können wir es dann so circa bei 160, 170 Grad. Dann machen wir es gut an den Tag rein und dann schmeißen wir es rein.
So. In der Zwischenzeit können wir uns schon das Teller ein wenig vorbereiten. Kommt der Zimt und Zucker, da haben wir unten rein. Zur Garnierung da haben wir ein bisschen Schokosauce her. Jetzt sind sie goldbraun, dann tun wir es aus, wieder tropfen wir es wieder ein bisschen ab. Und dann kommen sie aufs Teller. Dann kommt noch mit Zimt und Zucker drüber. So, bitte. So, das sind jetzt unsere typischen Innviertler Nachspeisen, also die Zwetschgenbouffesen und die Äpfelscheibe, und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Ich sage mal, Zwetschgenbouffesen ist ein Muss im Innviertel, Äpfelscheibe ist dazugekommen. Aber die zwei Gerichte sind einfach typische Innviertler Gerichte. Ja, ich bin der Wirt und der Tierpfleger, in dem wir ja einen Streichelzoo dabei haben. Ja, haben wir heute halt die Arbeitsteilung. Ich bin am Vormittag draußen und die Chefin Telga ist hier drinnen.